Herr Friedrich, danke für Ihre Geduld. Ich freue mich jetzt auf Ihren Vortrag, Vorgehen des Landes Berlin bei der Impfung gegen Covid-19, und das Wort gehört Ihnen. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich werde Ihnen heute, keine Angst, nicht die gesamte Chronik der Covid-Schutzimpfungen hier nochmal darbieten. Ich denke, wir haben das alle zur Genüge erlebt und erleben es immer noch. Ich möchte Ihr Augenmerk eigentlich nur auf ein paar spezielle Aspekte lenken, die das Ganze von dem unterscheiden, was ich hier auf der ersten Folie den Normalfall genannt habe, an den wir im Moment vielleicht auch sehnsüchtig zurückdenken und den wir so bald wie möglich wieder haben wollen. Als Patient, Patientin macht man halt einen Termin mit dem Hausarzt, der Hausärztin, geht zum Impfen, lässt sich impfen gegen bekannte, lang bekannte Erreger mit bewährten Impfstoffen. Und der Taktgeber ist in diesem Falle für alle Beteiligten, zumindest was die Standardimpfungen angeht, der Impfkalender der Ständigen Impfkommission. Der hat sich bewährt, der wird immer wieder aktualisiert, wenn es neue Impfungen und neue Erkenntnisse gibt. Das muss man im Moment sagen, war einmal. Jetzt haben wir Corona und da ticken die Uhren natürlich ganz anders. Corona bzw. Covid-19, wie die Erkrankung ja heißt, gehört zu den sogenannten Emerging Infectious Diseases, also zu den neu auftretenden Erkrankungen. Es gibt auch erneut auftretende, also altbekannte Sachen, die dann immer wieder mal aufpoppen. Diese können hervorgerufen sein durch völlig neuartige Krankheitserreger, wie wir es hier bei dem SARS-CoV-2-Virus vorliegen haben, durch Krankheitserreger, deren Verbreitung in der Bevölkerung bisher einfach nicht erkannt wurde und die jetzt dann neu als Ursache identifiziert werden, oder auch etablierte Krankheiten, deren infektiöse Ursache bisher überhaupt nicht bekannt war. Ein Beispiel für eine mittlerweile impfpräventable Krankheit da wäre dann Zervixkarzinom, hervorgerufen durch humane Papillomviren. Die Auswahl an neuen und überraschenden Erkrankungen ist groß genug. Es sind mehr als 1400 Humanpathogene bekannt. Davon werden ungefähr 60% vom Tier auf den Menschen übertragen. Und diese Erreger benötigen auch weiterhin die Tiere als Reservoir. 5 bis 10% werden aus der Umwelt akquiriert. Der Rest ist mittlerweile, muss man sagen, rein Mensch zu Mensch übertragbar. Aber auch hier ist die Gruppe der Erreger, die ursprünglich mal aus dem Tierreich stammten, sehr groß. Und bei den Emerging Infections ist der Anteil der Erreger zoonotischen Ursprungs mit 73% sogar noch höher. Also muss man leider sagen, die jetzige Pandemie wird sicherlich nicht die letzte sein. Was tun wir? Wir erinnern uns an die klassische Infektionskette, die aus Infektionsquelle, Mensch oder Tier, verschiedenen Übertragungswegen und dem empfänglichen Individuum besteht. Diese Kombination ist in Gänze die Voraussetzung für die Ausbreitung jeder Informationskrankheit. Da erzähle ich sicherlich nicht viel Neues. Wie sieht es jetzt in unserem speziellen Fall aus mit Covid-19? Wir erinnern uns, erste Fälle sind Ende des Jahres 2019 in China aufgetreten bzw. bekannt geworden. Der erste Fall in Deutschland war in Bayern, in dieser Firma, die, ich glaube, Standheizung oder so herstellte, Ende Januar, wo dann in relativ schneller Folge die ersten 10, 15 Fälle aufgetreten sind. In Berlin sind wir noch ein bisschen länger verschont geblieben. Da war Ende Februar, Anfang März der erste gemeldete Fall. In dieser Situation hatten wir relativ wenige Informationen über Erreger und Krankheit. Wir wussten halt relativ schnell, dass er aerogen von Mensch zu Mensch übertragbar war und in der Frühphase eine Basisreproduktionsrate zwischen 2,8 und 3,8 hatte. Das heißt, ein Erkrankter konnte 3 bis knapp 4
empfängliche Mitmenschen damit infizieren. Dadurch, dass es ein ganz neuer Erreger ist, bestand natürlich weltweit keine Immunität. Wir hatten keine medikamentöse Therapie, kausaler Art, und natürlich keinen Impfstoff. Also beste Voraussetzungen für die Entwicklung einer handfesten Pandemie. Wieder zurück zur Infektionskette. Die Bekämpfung ist theoretisch ganz einfach, die Unterbrechung der Infektionskette an einer beliebigen Stelle. Und da haben sich dann alle Beteiligten natürlich auch sehr schnell in die Spur gemacht. Infektionsquelle Mensch. Wir erinnern uns an die Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes. Es gibt die Meldepflicht. Die Personen können abgesondert werden. Kontaktpersonen-Nachverfolgung war sicherlich ein ganz heißes Thema in allen Gesundheitsämtern. Und glücklicherweise waren wir in der Lage, relativ früh zu testen. Denn schon bevor hier in Deutschland die ersten Fälle aufgetreten sind, hatten wir ein in der Charité, wenn ich mich recht entsinne, entwickeltes PCR-Testverfahren zur Verfügung. Den Übertragungsweg unterbrechen durch die AH+L-Regeln, die mittlerweile hoffentlich allen in der Bevölkerung bekannt sind und auch natürlich weitgehend eingehalten werden. Und das Einzige, was beim empfindlichen Individuum zu tun war in der frühen Phase, war die Definition von Risikogruppen. Und das ist quasi das erste Jahr mit der Pandemie. Wir sehen hier die epidemiologische Kurve bis Ende 2020, also die gesamte Zeit, in der noch kein Impfstoff verfügbar war. Quasi eine relativ kleine erste und dann schon eine sehr, sehr kräftige zweite Welle, die sich da entwickelt hat. Und in dieser hochdynamischen Situation galt es dann natürlich so schnell wie möglich eine Impfung einzuführen, denn wir wollen die gesamte Bevölkerung schützen, sicherlich nicht vor Ansteckung, das ist nicht zu schaffen gewesen, aber vor schweren Krankheitsverläufen und vor Todesfällen. Und die Drohung, die immer im Raume stand, wenn wir es nicht in den Griff bekommen hätten, wäre eine Überlastung des Gesundheitssystems, insbesondere der Krankenhäuser und ihrer Intensivstationen gewesen. Und da gab es einfach keine andere Möglichkeit, als schnellstmöglich einen Impfstoff und eine Impfung zu etablieren. Die Aufgaben, die bis dahin zu erledigen waren, bis wir losimpfen konnten, war natürlich die Impfstoffentwicklung, die in Rekordzeit in der pharmazeutischen Industrie durchgeführt wurde, kommend aus der Krebsforschung mit den dann später sogenannten mRNA-Impfstoffen. Dann musste natürlich in entsprechender Menge der Impfstoff beschafft werden. Das ist auf europäischer Ebene gelaufen und Deutschland dadurch die Bundesregierung vertreten gewesen, die sehr früh Verträge mit potenziellen Herstellern abgeschlossen haben. Das war also alles im Laufe des Jahres 2020. Die Festlegung der Impfreihenfolge musste geleistet werden, weil es absehbar war, dass in den ersten Wochen und Monaten natürlich viel zu wenig Impfstoff vorhanden sein würde. Den ersten Aufschlag hat die STIKO Anfang Dezember gemacht, indem sie definiert hat, wer sind die besonders gefährdeten Gruppen, die Hochbetagten, die vor allem und diejenigen, die in stationären Pflegeeinrichtungen gepflegt wurden. Das Bundesgesundheitsministerium hat mit der ersten Fassung der Corona-Impfverordnung den rechtlichen Rahmen für die Impfung bereitet, indem es diese Priorisierung weitgehend übernommen hat, die Finanzierungsfragen geklärt hat und auch den organisatorischen Rahmen vorgegeben hat. Als das Ganze absehbar war, haben wir in der Senatsverwaltung uns in die Spur gemacht, um die prioritär zu Impfenden, also den ersten Teil dieser großen Gruppe, zu identifizieren und mit einer Einladung zu versehen. Und dann war endlich kurz vor Weihnachten am 21.12. der erste Impfstoff, das war BioNTech, auf europäischer Ebene zugelassen. Die Hersteller haben die Produktion auch schon vor der Zulassung angekurbelt, sodass mit diesem Tag dann
erste Impfstoffmengen vorhanden waren. Die galt es dann natürlich durch den Bund und durch die Bundesländer schnellstmöglich zu verteilen. Und der Startschuss für die Impfungen fiel dann europaweit am 27.12. Herr Staatssekretär Matz hatte schon die besonderen Eigenschaften, insbesondere der mRNA-Impfstoffe, angesprochen, die also eine weitere Rahmenbedingung für unser Tun vorgegeben haben. Es wurden keine Fertigspritzen mit Einzeldosen geliefert, wie es sonst ja weitgehend üblich ist, sondern wir haben mehr Dosenbehältnisse, 10er oder 5er Vials gehabt. Der Impfstoff musste bei sehr, sehr tiefen Temperaturen gelagert werden, also bei in Tiefkühlschränken, die also auch die üblichen Großhändler und Apotheken nicht zur Verfügung haben, die mussten extra angeschafft werden. Bei 2 bis 8 Grad, also den üblichen Lagertemperaturen für Impfstoffe, hieß es zunächst, der Impfstoff wäre nur wenige Stunden haltbar. Mittlerweile hat sich herausgestellt, er ist deutlich länger haltbar, einen Monat, was den Umgang damit natürlich wesentlich erleichtert. Und zusätzlich gab es dann also auch noch den Hinweis, der zubereitete Impfstoff sei doch erschütterungsempfindlich und möge bitte schön nicht mehr so weit transportiert werden. All diese Dinge sprachen dafür, dass die Lösung eigentlich nur Impfzentren sein konnten, wo der Impfstoff zentral zubereitet und auch gleich appliziert werden konnte. Lieber wäre uns natürlich gewesen, so schnell wie möglich die ganzen Impfungen ins Regelsystem abgeben zu können. Aber aus den genannten Gründen war das eben zunächst nicht der Fall. Den Impfstoffmangel, der uns lange beschäftigt hat, habe ich schon erwähnt. Priorisierung besonders gefährdeter Gruppen habe ich auch erwähnt. Zusätzlich war ja noch so, dass 2 Impfungen an diese Gruppen verabreicht werden mussten im Abstand mehrerer Wochen. Dann im Laufe der Zeit kamen eben weitere Priorisierungsgruppen hinzu, die chronisch Kranken. Da war eben das Problem, wer weiß, wer chronisch krank ist und eingeladen werden müsste und wie können wir diese benachrichtigen. Die Lösung kennen wir alle. Es ging dann aus den KV-Daten. Die KV hat letztendlich die Einladungen verschickt. Bei uns liefen dann die wütenden Anrufe ein, woher weiß denn die Gesundheitssenatorin, was ich für eine Krankheit habe, weil unser Briefkopf im Anschreiben verwendet wurde und der Absender KV auf dem Briefumschlag also nur mit einer Lupe mehr oder weniger zu lesen war. Aber das konnten wir dann einigermaßen abfangen in der Kommunikation und damit war also auch eine weitere wichtige Gruppe dann mit im Geschäft und konnten die Impfungen begonnen werden. Während dieser ganzen Zeit, wir reden ja jetzt über 10 Monate, in denen die Impfungen Gott sei Dank laufen, haben wir als ständige Begleitmusik immer wieder aktualisierte STIKO-Empfehlungen gehabt, was natürlich sehr gut ist, aber was uns immer gezwungen hat, schnell darauf zu reagieren, sei es von der Organisation her, sei es in der Kommunikation. Und dadurch entsteht natürlich relativ schnell Verwirrung auch in der Bevölkerung und der Eindruck, wir wüssten nicht so genau, was wir tun. Aber tatsächlich sind wir mittlerweile, Sie erinnern sich, im Dezember gab es die erste STIKO-Empfehlung. Mittlerweile liegt die 11. Aktualisierung vor und das nicht mal innerhalb von 10 Monaten. Parallel dazu wurde natürlich auch auf die entsprechenden Rahmenbedingungen reagierend vom BMG die Corona-Impfverordnung immer wieder geändert. Ich glaube, das ist jetzt auch die 4. oder 5. Fassung. Priorisierungsgruppen wurden verändert. Irgendwann konnten wir sie dann glücklicherweise wegfallen lassen, weil die Impfstoffangebote groß genug waren. Sukzessive natürlich auch, weil wir ja ins Regelsystem zurück wollen, konnte der Kreis der Leistungserbringer erweitert werden. Vertragsärzte im ersten Schritt über die mobilen Impfteams und Impfzentren hinaus, dann in einem weiteren Schritt auch der öffentliche Gesundheitsdienst und die Betriebsärzte.
diese 10 bewegten Monate waren nicht ganz erfolglos, wie der Staatssekretär vorhin schon ganz richtig angedeutet hat. Diese Zahlen, die ich Ihnen hier zeige, beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung, also unter Einschluss der Gruppen, die noch nicht geimpft werden können, weil sie zu jung sind. Wir sind da bei vollständig geimpften 64,3%. Das liegt ungefähr im Bundesdurchschnitt. Wenn man sich die einzelnen Altersgruppen anguckt, dann sind erfreulicherweise die Hochbetagten, wenn ich jetzt mal bei den über 60-Jährigen anfange, schon zu fast 85% durchgeimpft. Auch die 18- bis 59-Jährigen liegen mit über 70% im sehr guten Bereich. Und auch die Kinder und Jugendlichen ab 12 holen stetig auf. Und wie ich finde, ganz überzeugend sind diese beiden Grafiken. Auf der linken Seite haben wir jetzt den gesamten Verlauf mit den Fallzahlen, wie er sich bis heute darstellt. Der rote Pfeil symbolisiert den Start der Impfungen. Sie sehen also erste, zweite, dritte, vierte Welle ganz deutlich ausgeprägt, wohingegen auf der rechten Seite die erste und zweite Welle ausgeprägt sind und die dritte und vierte erfreulicherweise nicht gut zu erkennen sind. Lieber Herr Friedrich, wir müssten ganz bisschen auf die Zeit achten, bitte. Ja, das ist auch meine letzte Folie. Also wir sehen hier, wenn wir vergleichen, die Impfungen insbesondere haben bei den Hochbetagten durchaus genützt, wo zu Anfang doch in den Alten- und Pflegeheimen insbesondere viele Todesfälle zu beklagen waren, sind wir da jetzt erfreulicherweise von weg und haben eine relativ günstige Entwicklung.